Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe die Kohle jetzt mal doch zwischen den Folgen abgebaut und es ja war, weil das war halt wirklich ein Stack. Gut, hier hinten hat man auch ein bisschen was. Es war wirklich viel. Es hat auch lang gedauert. Warte mal, hier können wir zumachen. Hier haben wir noch Eisen. Das werde ich soeben rausreißen. Sehr schön. Da hatten wir jetzt, glaube ich, auch über ein Stack. Kommt mir gerade so im Nachhinein. Geil. Da lässt sich was mit anfangen. Hält zwar jetzt auch nicht unendlich lang, aber für den Anfang ist das, glaube ich, wirklich gut. Da haben wir ein paar Spitzhacken und damit haben wir auch ein bisschen Stein. Aber hier oben. Hier oben ist alles sauber. Hier auch. Dann kann ich hier zumachen. Hier ist die Treppe. Ja, das ist jetzt praktisch nur noch so ein extra Ausgang. Ja. Jetzt bin ich halt irgendwie hier. Was ja auch wieder die Miss. Ach, das hatte ich nur zugemacht, weil da meine Treppe ist. So, einmal kurz. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige. Okay. Das wird mit Sicherheit nicht unbedingt lustig. Aber die kommen hier nicht hoch. Das ist natürlich praktisch. Ich würde gerne dafür sorgen, dass ein Creeper in die Luft geht. Und einfach alle mit sich reißt. Creepy. Creepy. Komm schon, ihr habt. Das Skelett hat gerade den Creeper getroffen. Jawohl. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Das gibt gleich ordentlich Loot für mich. Gut, das ist zwar eigentlich eine Höhle, aber ich schaue trotzdem mal ganz kurz. Tag und tschüss. Ja, komm, nehmen wir mit. Eisen. Ist jetzt auch nicht die Riesenhöhle. Warte, vorher. Bevor ich das vergesse, haben wir hier noch ein bisschen Mob-Loot, den ich auch sehr gerne hätte. Redstone, Gold, Kohle. Leider keine Diamanten. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden vermutlich diese ganze Woche in der Mine sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt schon die Hälfte geschafft haben. Oder es täuscht, das kann natürlich auch sein. Weil die wirkt schon sehr, sehr groß und sehr, sehr verwinkelt. Wir finden immer wieder neue Abschnitte. Und auch von den Etagen her. Ich meine, ich handhabe das so wie in der ersten Staffel. Wenn die Mine nicht selber einen Aufgang bietet, dann gehe ich auch nicht hoch. Dann zählt es nicht. Das habe ich damals schon so gemacht und das würde ich jetzt auch wieder tun. Einfach, um es nicht noch unnötig in die Länge zu ziehen, weil wir kriegen hier mehr als genug Rohstoffe. Allein die Kohle. Wir haben gleich den zweiten Stack voll.
Weil ich schätze mal, nach diesem Kohleflöz hier, da ist das rum. Ne, dann sind wir voll mit zweites Deck. Also voll sind wir noch gar nicht, aber. Keine Ahnung. Ich rede halt, damit ich meine Stimme höre. Toll. Genau deshalb sollte man sprechen. Okay, ich will hier mal schnell zubauen. Bitte lass keine Lava kommen. Bitte hier auch nicht. Okay. So, ich schaffe mir schon mal einen Fluchtweg nach hinten. Ich wusste, dass da jetzt Lava ist. So, da hinten hätten wir auch noch ein bisschen Redstone. Komm, ich baue uns mal hin. Was soll's? Vielleicht bauen wir noch ein paar kleinere Maschinen. Ein paar kleinere Maschinen. Oh, ich habe voll den Frosch im Hals heute. Wie kommt denn der da hin? Außerdem hatte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht auf dem Weg zum Redstone ein Diamant versteckt ist. Aber nö, ist nicht. So, dann haben wir das. Dann können wir hier wieder raus. Spinnnetze nehme ich mit. Hier nochmal Gold. Nehme ich natürlich auch mit. So. Und noch mehr Eisen. Das ist wirklich praktisch. Dann können wir. Ja, das ist abgeschlossen. Hier können wir zumachen. Und hier generell auch. Ja, das Spinnnetz können wir uns holen, wenn wir zum Strip-Mine gehen. Liegt ja auf dem Weg. Diese Fackeln sind alle falsch. Die müssen auf diese Seite. Ich entferne mich doch gerade vom Ausgangspunkt. Oder nicht? Oder nicht? Okay. Dann muss ich doch weiter in diese Richtung. Aber hier ist ja alles. Hier ist alles zu. Ach stimmt ja, wir waren ja fertig. Ich hatte hier bloß noch ein Erz gesehen. Und damit aus Versehen den Gang aufgerissen. Klar. Hier können wir zumachen. So, hier haben wir Kohle. Die nehme ich mit. Natürlich, weil ich Loot geil bin und alles mitnehmen. So, zum Glück habe ich mir gedacht, habe zwei gemacht. Auch wenn ich selten mitdenke, aber manchmal funktioniert es. Und dann profitieren wir alle davon. So. Na gut, wir hätten uns auch einfach noch eine machen können. Inzwischen dürfte das Eisen ziemlich durch sein. So. Hier mal Gold. Gold! Ich esse erst was, bevor ich da hochgehe. Und guck, ob safe ist. Es ist nämlich nicht safe, klar. So, hier müssen wir noch ein bisschen was abarbeiten. Tschüss Zombie, ich mache hier mal schnell zu. Ich glaube, unter ihnen ist auch ein Dorfbewohner Zombie. So, hier diese Seite. Okay. Der Einfachheit halber mache ich hier mal kurz zu. Damit wir da nicht so durcheinander kommen. Moin.
Oh fuck. Und los. Huhu. Stirb. Und hier geht's halt auch noch weiter. Und das Schlimme ist, das sind einfach nur zwei parallel verlaufende Gänge. Aber hier kann ich sehr schlecht ausleuchten. Dann würde ich aber Zickzack mitnehmen und hier das hier zumachen. Ist dann, glaube ich, einfacher für uns. So, Gold nehme ich gleich mit. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Gut. Dann wollen wir mal. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Und hier ist Schluss. Okay. Zumindest sind noch ein paar Spinnnetze da, die wir abklabustern können. Ärztemäßig, ich guck nochmal sicherheitshalber, war hier aber nichts. So, hier haben wir nochmal ein Spinnnetz. Dann müssten wir eigentlich nur noch hier hoch. Aber da ist halt auch ein bisschen viel los. Ich weiß gar nicht, ob ich da hoch will. Ich würde mal von hier hinten. Da fühle ich mich sicher. Okay, der kommt nicht her. Hallo Spinni. Kommt, ich kann dich doch von hier aus mal schnell umbringen. Die Spinne kommt nicht nach. Och nein. Da vorne ist halt einfach noch ein Spawner. Und den wollten wir uns sowieso noch anschauen. Ah, okay, wir laufen hier vom Prinzip immer wieder mal im Kreis. Oh, und das erst da vorne, das dauert ja noch ewig. Nee, 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 nee. Gleich nachessen. Okay, ich bleib hier auf der Seite, in der Hoffnung, dass sie sich zur Not in diesen Zaun verheddern. Nein, 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 nein. Hallo, hau ab. Lass das. Gleich essen. Ah. Ich will hier nicht sein. Toll, und da geht's auch noch weiter. Hier habe ich gar keine Deckung. Ist natürlich auch nicht so schön. Auch Fledermaus, hau ab. Gut, das haben wir. Das war jetzt schon aufregend. Da ist mein Puls ein bisschen gestiegen. Hierhin. Och, leck das. Alter, wie groß ist das denn? Oh nein. Wie groß ist das denn alles?
Da kommt mit Sicherheit gleich die nächste Spinne. Komm doch! Ja, warte mal, die müssen jetzt natürlich hier mal an die Seite. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. Oh Gott, das ist... Das ist doch alles viel zu groß. Wie soll man denn hier richtig arbeiten? Okay, ich höre ein Skelett sehr, sehr nah. Das hier können wir abschließen. Am liebsten mit dem Enderman darin. Okay, Skelett gefunden. Noch eins. Kommst du, oder? Tschüss. Schön, dass du da warst. Okay. Meinetwegen. Dann haben wir hier auch abgeschlossen. Ich höre schon wieder eins. Das sehe ich natürlich gern. So, wo geht's hier noch hin? Offensichtlich nirgendwo so richtig. Krass, ein Spinnennetz. Ich gönn mir. Haben wir auch schon über einen Stack. Geil. Oh, noch eine Eisenspitzhacke. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Also generell. Oh, ich bin voll. Ja. Schön. So, verrottetes Fleisch, ganz ehrlich, drauf geschissen. Und, ja, Zaun. Komm. Ja, ich würde das halt auch gerne mitnehmen, ne? Scheiß auf einen Schwarzpulver. Und, auf was scheißen wir jetzt noch? Diorit. Hallo. Dankeschön. Ich glaube, wir sollten erstmal wieder nach oben zu unserer Kiste. Eigentlich. Ich schaue hier bloß ganz kurz. Ah, nichts zu holen, nichts zu holen. Dann können wir hier auch zumachen. Genau genommen bis hier. Hier schauen wir uns dann noch um. Wir müssen erstmal zurück. Was ja dank Fackeln sehr, sehr einfach ist. So, hier ging es runter, dann... Warte, nee, das ist falsch. Hier lang. Hier hoch. Das ist, glaube ich, der lange Weg diesmal. Was sind hier eigentlich? Das ist doch genau dasselbe. Mach mal zu. So, dann machen wir hier zu. Wir müssen es uns doch nicht unnötig kompliziert machen. So, hier sind wir zu Hause. Dann packe ich da mal die Truhe mit ran. Mach mal eine doppelte draus. Das Eisen hier ist fertig. Sehr schön. So, das kann da alles rein. Bruchstein lasse ich mal noch im Inventar. Dort werden wir noch brauchen. Redstone, die ganzen Schienen. Ja,
Ich mach mal gleich noch ein paar Fackeln mehr. Wird jetzt vermutlich auch nicht so lange reichen. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal wieder etwas weniger voll. Ich bin so froh, wenn wir hier alles abgearbeitet haben. Das ist schon auf Dauer hier ein anstrengendes Eckchen. So, dann ging es hier vorne gleich hoch. Dann waren wir hier hinten. Mhm. Wo kommt das denn her? Habe ich da etwa Gold übersehen? Und Spinnennetze, okay. Und Skelette. Oh. Haben wir hier hinten schon ein bisschen... Nee. Hier ist auch noch Kohle und da oben... Oh Gott, da oben geht es auch noch weiter. Das ist ja... Das ist grausam. Ich will hier raus. Irgendwann. Ich meine, noch fühle ich es. Noch ist cool. Aber irgendwann will ich hier schon mal wieder raus. So viel ist sicher. Aber ich will mich da jetzt auch nicht hochbauen. Ich will aber die Kohle. Nur mal kurz gucken. Aha, aha. Ach komm, scheiß drauf. Jetzt sind wir schon oben. Jetzt nehmen wir es mit. Aber das würde ich sagen... Machen wir morgen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und Tschüssikowski.